Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mythos Box von Bushido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mythos von Bushido. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Das Ganze heute am 28. September erschienen. So, wir machen mal die Folie ab, am besten hier bei dieser Schweißnaht. Und wir haben hier einen riesen Karton. Und zwar haben wir das Ganze schlicht in Braun und Schwarz gehalten. Also diese Kartonfarbe und schwarzer Aufdruck. Hier oben lesen wir Bushido Limited Box Edition Mythos 20 Year Anniversary. Also Bushido ja mittlerweile 20 Jahre dabei in Sachen Deutschrap. Und über diese Zeit hat er natürlich einiges hier mitgestaltet oder auch geprägt. Und anlässlich diesen Datums oder dieser Zeitspanne gibt es jetzt dieses Anniversary Album. Wir haben hier Features, Full Album, Instrumental Album, Demo Tape, Samra EP, Capital Bra EP und der Mythos Bushido Buch. Alles klar. Distributed by Sony Entertainment und hier lese ich noch Erst guter Junge unten rechts im Eck. So sieht das seitlich aus. Ich erspare jetzt hier die Details. Das kennen wir alles schon. Also es ist recht klassisch gehalten. Erinnert es an so eine alte Box, wo es, ja, weiß ich nicht, wenn man eine alte Spielekonsole oder so gekauft hat, glaube ich. So haben die Kartons damals dann ausgesehen. Gut, dann schauen wir mal ins Innenleben. Und zwar haben wir hier vier solche Schoner aus Karton in den Ecken. Machen wir mal weg. Und dann haben wir hier das Hauptstück, also die eigentliche Box dann, in Luftpolsterfolie. So, dann mache ich den Karton mal weg. Brauchen wir nicht mehr. Denn wir werden uns jetzt dieser wunderbaren Box hier widmen. Und zwar geht das dann hier auf der Seite raus. Jawohl. Und so sieht das dann aus. Also, was für ein Prachtexemplar. Wir haben hier eine Box, wie es sie zuvor noch nie gab. Und zwar haben wir hier eine Box aus Plastik, nicht aus Karton. Und diese ist im MPC-Design. Und hier oben lesen wir dann nicht MPC, sondern hier lesen wir Bushido Mythos 20 Year Anniversary. Und das Ganze ist wirklich haargenau gestaltet wie eine MPC. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste es sich dabei um eine MPC 2000 handeln, eine MPC 2000 XL. So sieht das aus. Die ist rundum in Schwarz gehalten. Und dann haben wir hier, ihr habt es gesehen, noch so einen kleinen Sticker, der das Ganze zuhält. Dann werden wir diesen auch mal wegmachen. So, und dann können wir diese Box öffnen. Der Deckel ist so fixiert, also wir haben hier keinerlei Möglichkeit, das hier lässt sich nicht drehen oder wie man das hier kennt von den eigentlichen MPCs, aber trotzdem echt schön gemacht. Gut, dann machen wir den Deckel mal ab. Auf der linken Seite ein Sticker, den ich jetzt hier mal entfernen werde. Als erstes kommt uns entgegen das Buch, das Mythos Bushido Buch. Das ist echt verdammt schwer. Machen wir mal weg. Dann haben wir das Demo-Tape und die Capital Bra EP, das Album Mythos und die Samra EP. Gut, von innen ausgekleidet hier mit so einem Schaumstoff, den man rausnehmen kann. Bedeutet, man kann diese MPC dann auch als Stauraum verwenden. Ich werde das in dem Fall jetzt hier so drinnen belassen. Die Unterseite hier etwas verrutscht. So sieht der Deckel dann von innen aus. Gut, und nachdem hier jede Menge Musik ist und die Musik auch komplett noch in Folie ist, werden wir jetzt mal diese vier öffnen. Und zwar fangen wir mal einfach an hier mit dieser Capital EP. So, dann haben wir die Samra EP. Dann haben wir das Album Mythos. Und dann haben wir natürlich das Demo-Tape.
So, sehr schön. So, dann machen wir die ganzen mal aus den Folien raus. Also hier einmal das Demo-Tape. Dann das Album Mythos. Samra EP. Und die Capital Bra EP. Gut, was uns gleich mal auffällt, wir haben hier diese drei Bonusalben, beziehungsweise die beiden EPs und das Bonusalbum in Standard-Schulcases. Das gefällt mir richtig gut, dass man das alles hier auch schön ins Regal stellen kann. Und wir fangen mit dem eigentlichen Album an. Und zwar ist das das Album Mythos. So sieht das aus. Wir haben hier Bushido in Schwarz-Weiß und dann dieses typische Bushido-Grün hier. Mythos lesen wir. Und dann haben wir hier eine Aufnahme, es dürfte wohl aus Tokio stammen, wo ja auch einige Videos vom Album entstanden sind. Bushido hier vor einem Geländer und es sieht so aus, als wäre hier vor einem Fluss. Hier sehen wir auch eine Brücke, die darüber führt. Auf der Seite Bushido Mythos Gegenwart. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir insgesamt 15 Tracks. Und wir haben Features von Samra Capital Bra, nochmal Samra, nochmal Capital Bra und Aiken. Das ist sehr spannend. Also Capital Bra und Samra war zu erwarten, aber Aiken. Okay. Und auf der Rückseite haben wir dann Bushido in bekannter Manier mit diesem Samurai-Schwert. Das Ganze ist ein Pappschuber. Lässt sich dann hier so abziehen. Der ist auf dieser einen Seite zu. Und hier lässt sich das dann rausnehmen. Und dann kommt uns das Album an sich entgegen. Im Standard-Schulcase. Und auch hier wieder haben wir die Schrift Gegenwart. Dazu kommen wir dann noch. Also Cover wie auch schon auf dem Pappschuber, Rückseite ebenso. Von innen sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier einmal ein Booklet und wir haben hier wieder weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus Tokio. Sieht echt nett aus. Dann haben wir hier Bushido vor seiner MPC sitzend, das ist ja passend. Meines Wissens auch alle Tracks, alle Beats hier selbst produziert von Bushido. Credits. Dann haben wir hier wieder weitere Aufnahmen. Ja, hier dürfte Bushido gerade mit Lautsprecher telefonieren. Dann haben wir noch einen alten, ist gar kein Mercedes. Ich dachte, es ist ein Mercedes, aber es dürfte eine Eigenmarke sein aus Japan. Vielleicht wisst ihr da mehr. Okay. Und dann haben wir zum Abschluss noch diese Abbildung hier und EGJ darunter stehen. Alles klar. Die CD ist ebenso wie das Cover in Schwarz-Weiß und Grün gehalten. Sieht so aus, Bushido Mythos. Und auf der Rückseite haben wir dann eine zweite CD. Und zwar beinhaltet diese die Instrumentals zum Album Mythos. Rückseite blank schwarz, hier lesen wir wieder EGJ und Gegenwart. Jetzt werden sich einige fragen, was hat es mit diesem Gegenwart auf sich? Und zwar ist das so, also hier in diesem Balken lesen wir Gegenwart. Dann haben wir das alte, das Demo-Tape. Hier lesen wir dann Vergangenheit. Und auf den beiden EPs seiner Schützlinge Samra und Capital lesen wir dann Zukunft. Das hat es damit auf sich. Okay, machen wir das Ganze mal wieder in den Schuber. Dann haben wir das Demo-Tape. So hat das damals ausgesehen. Also es gab damals im Jahr, wann war das? Ich glaube 1999 gab es ein Original-Tape von Bushido, das eben Demo-Tape hieß. Und auf diesem war dieses Cover hier. Also da hatten wir so einen Samurai-Kämpfer auf einem Pferd, der gerade einen anderen mit dem Schwert erledigte. Bushido-Demo-Tape. Und das Ganze eben damals auch ein richtiges Tape, also als Kassette, als Tape erschienen. So sieht das von hinten aus. Hier haben wir wieder groß das Bushido B und dann haben wir hier die Tracks. Und zwar sind das hier wirklich die Tracks der damaligen, des damaligen Releases, also Demo-Tape, damals so erschienen. Das Einzige, was mich jetzt wundert, ist, meines Wissens hatte das Tape damals 15 Tracks.
Ich kann es aber jetzt nicht genau sagen, welcher Track jetzt weggekommen ist. Es waren definitiv, wenn ich mir jetzt nicht stark täusche, 15 Tracks damals. Muss ich da nochmal schauen. Könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welcher Track da jetzt abhanden gekommen ist oder was da umstrukturiert wurde. Hier sehen wir Bushido mit Zigarette. Das hinter ihm ist die Frage, ob das Mel Beats ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wer die Dame ist. So sieht das aus. Und dann haben wir hier auch wieder Bushido am Produzieren. Die CD sieht dann ebenso aus wie das Cover. Und zwar haben wir auch hier wieder diesen berittenen Samurai. Also, falls ihr dieses Demo-Tape in Originalversion wirklich als Kassette, als Tape bei euch zu Hause habt, das ist mittlerweile echt viel Geld wert. Da könnt ihr euch echt glücklich schätzen. Dann haben wir mit dabei die Rohdiamant-EP von Samra. Und zusätzlich zu diesem Zukunft-Print hier lesen wir auch noch rechte Hand. Und bei Capital Bra lesen wir dann linke Hand. Also, ich verstehe das so, dass sie sich als linke und die rechte Hand von Bushido sehen. Samra hier in Paris Saint-Germain-Trikot. So sieht das aus. Die Rohdiamant-EP, da ist ja schon der Track erschienen. Dann haben wir hier auch wieder Samra auf einem Moped. Und hier lesen wir dann die Tracklist. Fünf Tracks an der Zahl. Vier Solo-Tracks. Einen davon kennen wir schon. Das ist der Track Rohdiamant. Und dann haben wir den Track Tequilas mit Capital Bra. So sieht das Ganze dann von innen aus. Spannenderweise, obwohl es sich hier nur um eine EP handelt, haben wir dann noch ein Booklet dabei. Sehr schön. Also auch hier wieder Aufnahmen aus Tokio und die Tracklist. Und hier zum Abschluss wieder Samra. Und die CD ist dann in dem Stil gehalten, wie auch schon das Demo-Tape und auch die Capital Bra EP. Und zwar so in Schwarz, Rot und Weiß. Gefällt mir von der optischen Gestaltung sehr gut. Gut. Und als letzte Bonus-EP haben wir dann noch die Capital Bra EP und zwar die Fickt euch alle EP. Linke Hand lesen wir hier und dann ein äußerst attraktives Bild von Capi. Ja, so sieht das dann aus. Und hier haben wir dann fünf Tracks an der Zahl. Und was hier echt spannend ist, wir haben nur einen einzigen Solo-Track, drei Tracks mit Samra und den Track Melodien mit Juju. Der wurde ja bereits ausgekoppelt als Video. Und der Track Sonnenbank Flavor mit Samra, also auf den bin ich echt mal gespannt. Okay. Und auch hier haben wir wieder ein Booklet, auch wenn dieses hier dann sehr dünn ist. Ich gehe mal stark davon aus, es hängt damit zusammen, dass Capital noch nicht in Tokio dabei war. Dementsprechend hier keine Fotos für das Artwork entstanden. So sieht das aus. Und dann haben wir natürlich auch noch die CD, auch wieder in dieser schwarz-rot-weiß Optik. So sieht das dann aus. Gut. Also jede Menge Musik, ein Album, zwei Alben und zwei EPs. Und dann haben wir hier noch eine Folie um dieses Buch. Ist die Frage, ob ich die irgendwie. Ja, ich befürchte, man muss das aufschneiden. Ich werde das Ganze jetzt mal hier versuchen zu öffnen. Und schon reingeschnitten. So. Sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier ein riesen dickes Buch. Das B auf der Rückseite, jede Menge japanische Schriftzeichen. Und dann haben wir hier das EGJ Bushido Buch, das Mythos Buch. Auch hier wieder mit schwarzen japanischen Zeichen verziert. Auf der Front das große Bushido B. Und dann hier jede Menge Fotos. Also dies dürften wirklich allesamt oder großteils zumindest in Tokio entstanden sein. Und hier gibt es einfach so einen Flashback über die 20 letzten Jahre. Was ist da passiert? Wie hat Bushido Deutschrap geprägt? Beziehungsweise was hat sich bei ihm so musikalisch oder auch privat getan? Ich schätze, in diesem Buch erfährt man echt einiges, was man vielleicht so noch nicht wusste. Und es enthält natürlich außerdem jede Menge Fotos, Anekdoten und Einblicke, die es bis jetzt noch nicht gab. Gut, sehr schöne Sache.
das Buch hat, jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ich glaube 240, also Entschuldigung, ungefähr 240 Seiten. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal dieses wunderbare Buch, dieses Hardcover. Dann haben wir die Capital Bra EP, Fickt euch alle EP, die Samra EP Rohdiamant. Dann das Demo-Tape aus dem Jahr 1999. Und dann haben wir das Album Mythos. So sieht das aus. Jede Menge Mucke und natürlich auch Fotos und Text in diesem Buch. Und das Ganze kommt in dieser wunderbaren Box, in dieser MPC 2000 XL Box. Gut, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!